Die blühenden Landschaften im Osten betrachtet Günter Rexroth am liebsten von oben. Freitag früh in Eisenhüttenstadt. Mit Fluggerät der alten DDR-Armee ist der Wirtschaftsminister eingeschwebt zum letzten Gefecht in Sachen Abwicklung der sozialistischen Planwirtschaft. Das bedeutendste Stahlkombinat Ostdeutschlands wird an den italienischen Industriellen Riva übergeben. Einfach so. Werden Sie, Herr Riva, heute das Werk zu Füßen legen? Nein, der Herr Riva hat das Werk bereits erworben. Da braucht man nichts zu Füßen legen. Zu Füßen legen muss Herr Riva uns etwas, dass er nämlich schnell dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Weiterreise auf dem Landweg zum medienwirksamen Ortstermin mit dem neuen Herrn von Eisenhüttenstadt. Emilio Riva, millionenschwerer Stahlbaron aus Mailand. Seltene Gelegenheit, den Patrone in natura zu erleben. Die Öffentlichkeit meidet er, wo es geht. Mein Erfolgsrezept, 50% können und 50% Glück. Man muss günstige Gelegenheiten beim Schopf ergreifen. Etwas Arbeit gehört natürlich auch dazu. So oder so ähnlich kam Signor Riva wohl auch in den Besitz des Ecowerks, die Stahlhütte an der polnischen Grenze. Der letzte große DDR-Betrieb im Bauchladen der Treuhand, zu Stalins Zeiten, das Paradestück des Sozialismus. Stolz steht die Friedensfestung, ein Zeugnis der Macht und der Kraft des Volkes. Die deutsche Arbeiterklasse, geführt von der Partei der Arbeiterklasse, hat einen unerschütterlichen Grundstein gelegt für die glückliche sozialistische Zukunft unserer Nation. Wie bekannt verlief die Geschichte anders als geplant. Von einst 12.000 Arbeitsplätzen blieben rund 3.000 übrig, weitere 1.300 sollen noch weg. Einziger Kaufinteressent war am Ende Riva und der diktierte weitgehend seine Bedingungen. Die Bundesregierung hat in einem Bericht an die EG aufgelistet, was der Eco-Deal die Steuerzahler kostet. Zuschüsse für Investitionen in ein neues Walzwerk in Höhe von 110 Millionen Mark. Weitere Investitionszulagen von 190 Millionen. Eine Anschubfinanzierung von 420 bis 350 Millionen Mark. Zum Ausgleich von Schulden und Verlusten legt die Treuhand noch einmal 280 Millionen drauf. Daraus ergibt sich, Treuhand logisch, ein negativer Kaufpreis. 180 Millionen fließen erstmal in Rivas Taschen. Man darf doch nicht vergessen, hier bekommt jemand in der Tat ein Stahlwerk nach seinen Wünschen. Doch in einer, vorsichtig gesagt, Kommodenkapitalausstattung geliefert. Also solche Fälle gibt es sicherlich in Europa, wo ich dann vielleicht andere Investitionsalternativen für Herrn Riva sehen würde. Die findet man nicht so häufig. Der Mittelständler aus Mailand versteht sich schon länger aufs Abkassieren. Er kauft marode Stahlwerke auf und streicht hohe Subventionen ein. So bleibt er ständig flüssig und wurde nebenbei zum größten privaten Stahlkocher Europas. Riva ist eine Art Napoleon des Stahls. Was er betreibt, das ist wirtschaftliche Expansionspolitik. Er überzieht ganz Europa, von Italien, Spanien, über Frankreich, Belgien bis nach Deutschland mit seinen Feldzügen, siegreichen Feldzügen. Eine kleine Zentrale für ein großes Reich. Das Riva-Hauptquartier in der Mailänder Viale Certosa. Sämtliche Führungspositionen hat Riva mit engen Verwandten besetzt. Nach außen hält man dicht, das Gesetz des Schweigens, wie es sich für eine ehrenwerte Familie gehört. Eine geprüfte Bilanz hat der Konzern des ehemaligen Schrotthändlers noch nie vorgelegt. Gli amministratori delle società azionarie. Aktiengesellschaften müssen Dividende ausschütten und deshalb ihre Zahlen offenlegen. Bei uns bleibt der Gewinn in privaten Händen und deshalb geht er niemandem etwas an. Rivas einzige Zusage, 1.700 Arbeitsplätze für 10 Jahre. Das ist dem Land, der Treuhand und dem Wirtschaftsminister insgesamt 2,8 Milliarden Mark Steuergelder wert. Wenn man ein Auto verkaufen will, dann muss man es auch vorher zum TÜV bringen, in aller Regel. Und dann muss es hergerichtet werden, sonst ist es nicht verkauft. Und da mache ich gar keinen Hehl daraus, dass erhebliche öffentliche Mittel geflossen sind und öffentliche Mittel auch in der Realisierung dieses Konzepts fließen werden. Der Kauf des Gebrauchtstahlwerks hat allerdings einen Haken. Wenn Eco voll produziert, müsste ein anderes Werk im Osten dicht gemacht werden, zumindest teilweise. Die EG will es so.
Brüssel hat also gesagt, derjenige, an den ihr privatisiert, der muss außerdem die Bedingungen erfüllen, dass er in Ostdeutschland Kapazitäten schließt, Warmbandkapazitäten. Und das kann nur Riva, denn er ist der einzige von den Privatisierungspartnern, der in Ostdeutschland Kapazitäten hat und der dieser Bedingung nachkommen kann. Denn nur wer im Osten was zum Abbauen hat, darf Neues erwerben. Riva hat. Das Stahlwerk Henningsdorf gehört ihm seit 2,5 Jahren. Auch hier bekam er Beihilfen von mehreren 100 Millionen, zwecks Sanierung und Standortsicherung. Normalerweise wird mir von niemandem etwas geschenkt. Wenn die Regierung oder die Treuhand es für angebracht gehalten hat, bei den Stahlwerken, uns in der Riva-Gruppe den Zuschlag zu geben, dann einfach deshalb, weil unser Angebot besser war als das unserer Konkurrenten. In Henningsdorf arbeiteten früher 9.000 Menschen, jetzt noch 800. Durch Rivas Neuerwerbung Ecostahl, so schätzt man, müssten im alten Riva-Standort im Osten etwa ein Drittel der Kapazitäten stillgelegt werden. Stahlsterben auf Raten, finanziert aus deutschen Steuertöpfen. Aufschwung Ost, à la Milanese.